Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum letzten Infovideo erstmal. Ja genau, es ist bereits soweit. Von Montag auf Dienstag, so Mitternacht dementsprechend, kommt der Farming Simulator raus. Ich werde zu meinen Vorhaben dementsprechend noch ein, zwei Sachen im Laufe des Videos oder am Ende des Videos dementsprechend sagen. Was ihr jetzt hier seht, sind schon die ersten Factsheets. Wir sind diesmal bei Case. Wir haben den 9240 dementsprechend als Erntegerät da, 14.400er Tank, also auch da mal eins aus der größeren oder der, ne, ich glaube sogar die größte Variante von Case, ich bin mir nicht sicher, zusammen mit dem 13,70 Meter Schneidwerk, was meiner Meinung nach auch das größte ist, glaube ich, von Case. Ja, die dementsprechend sind mit am Start. Ihr habt bestimmt schon bei den Streams auch von Giants reingeguckt, schon einiges gesehen, auch einiges an Geräten gesehen. Ich werde es diesmal hier nicht ganz so aufwendig treiben dann. Ich gehe einfach mal zum nächsten Factsheet. In dem Fall sehen wir jetzt den Case, die Magnum-Serie, nämlich den von die ich sag mal, größere Traktorenreihe sozusagen. Da sind wir bei über 400 PS dementsprechend dann mit am Start. Und das ist der kleine Überladewagen von Kinze dementsprechend dann. Sozusagen die kleine Variante, weil die große wird ja vom Howlmaster dementsprechend dann abgedeckt. So, und ja, da haben wir dann die Challenger-Serie, jetzt die 7er dann auch dementsprechend bestätigt, da wir die 8er und 9er ja auch schon gesehen haben, ne, haben wir jetzt sozusagen alle Größen am Start. Bei 380 PS geht's los, 431 PS hat die größte Variante der 7er-Serie. Ich werde jetzt gleich nochmal auf die Seite von Giants dementsprechend direkt gehen. Dort werden wir nochmal ein paar Sachen hervorheben. Ich werde nicht alles komplett durchgehen, weil vieles hat man jetzt schon auch in Streams original von Giants gesehen, die ja immer abends dementsprechend laufen jetzt die Woche über, bis einschließlich Montag. Und ja, ich schalte mal kurz um auf die Seite und dann schauen wir mal weiter. So, ja, da sind wir bei Giants auf der Originalseite, wie gerade schon angedeutet. Ich werde jetzt nicht mehr die komplette Listung durchgehen. Das ist sehr viel auch schon in den Streams dementsprechend dann gezeigt worden. Man kann hier noch ein, zwei Hersteller hervorheben, zum Beispiel, die bis jetzt gar nicht da waren, oder ein, zwei Gründe, wo man einiges hier zum Beispiel nicht gesehen hat. Ne, wenn wir zum Beispiel hier auf Jens gehen, ne, gehen hier runter, seht ihr, hier stehen zwei Häcksler. Man hatte früher noch einen weiteren, das war ein Gerät, was man platzieren konnte, irgendwo hinstellen konnte. Das ist auch weiter mit dabei, ist allerdings unter platzierbare Gebäude oder unter platzierbare Sachen gelandet und nicht mehr unter Geräte im eigentlichen Sinne, weil man das halt fest auf dem Hof irgendwo hinstellen kann. Deswegen taucht das hier nicht mit auf, aber ist schon im Stream auch schon gesehen worden. Das gute Stück kann man dementsprechend dann irgendwo hinstellen. Wenn ich jetzt hier unten einfach weitermachen zu haben wir dementsprechend jetzt auch mit am Start. Die Firma hatten wir in der Übersicht beim letzten Mal schon erkannt, dass sie noch mit am Start sein sollte. Hier sehen wir halt die eine der mittleren Größen, sag ich mal so, 18.500 Liter, 180 PS. Ne? Sehr schöne Angelegenheit, kombiniert mit dem guten Stück hier, was nochmal 100 PS dann verlangt, sind wir bei 6,20 Meter Arbeitsbreite dann als, ich glaube, Schlepptechnik heißt das, wenn ich mich nicht täusche. Dann, wenn wir es hier weiter durchgehen, Feenhus hatten wir auch mitgesehen, auch da ist die Gülle-Variante mit dabei. Aber das ist auch eine schon bekannte Variante, weil genau diese hier mit 30.000 Liter und 30 Meter Arbeitsbreite, genau die haben wir schon im 2017 auch gesehen. Was hier so an Herstellern noch dazwischen läuft, zum Beispiel hier Trailbock, das sind Reifen. Ihr seht die ganzen verschiedenen Reifen, die es geht. Ich werde das nicht auf jede einzelne Type eingehen. Das ist halt je nachdem immer nach passend zum passenden Traktor, die passende Reifengröße. Das hängt ja immer mit mit den Breiten und sowas zusammen, was denn beim Traktor zugelassen ist. Auch solche Thunder Creek Equipment, also sprich diese Tankvarianten, auch die sind dementsprechend wieder mit am Start. Seht ihr jetzt auch wieder mit eingestreut hier. Ne? So, wenn wir hier oben noch weiter gucken, wir haben jetzt hier bei Milas, genau wie bei Nokian Tires und genau wie auch bei Michelin halt dementsprechend Reifen am Start. Ne? Das sind halt die Reifen, die man auch teilweise auf den verschiedensten Hängern oder hauptsächlich auf den verschiedensten Traktoren dementsprechend dann wieder findet. Ne? Ich gucke jetzt gerade, ob ich hier noch irgendeine andere Besonderheit finde, die mir noch aufgefallen ist. Firma, die wir noch nicht dazwischen hatten. Ja, wie gesagt, Challenger haben wir alle drei Reihen jetzt hier am Start. Das hatte ich ja halt da gerade eben auch schon erwähnt. Ja, falls euch noch hier was Direktes auffällt, mir fällt jetzt so speziell hier nichts mehr auf. Das heißt also, ich könnte jetzt mal zu den Infos kommen. Also, das ist allgemein für den Landwirtschaftssimulator 2019 die Veröffentlichung auf sozusagen Mitternacht gesetzt. Also von Sonntag auf Montag.
Auch in einem Tweet dementsprechend von Giants bestätigt, wird einem der Community Manager, dass auch die Variante auf Steam bereits eine Minute nach Mitternacht freigeschaltet werden soll. Das heißt, ich werde mein Bestmögliches geben. Ich habe jetzt bis jetzt vor, damit ihr Bescheid wisst, was bei mir abläuft, die Folgen vom LS17, die letzten, ich glaube drei, die noch kommen müssten, die werden nicht um 10:30 erscheinen und um 6, sondern die eine wird um 6 Uhr bleiben, aber die zwei, die um 10:30 erscheinen sollten, die werden bereits um 10 Uhr erscheinen. Und wenn ne, alles klappt sozusagen, dann bin ich um 10:30 bereits mit den ersten Videos zum Landwirtschaftssimulator 2019. Dann halt nicht aus einer Vorabversion, sondern dann halt aus der Vollversion, aus der komplett gepatchten Version dementsprechend. Und auch schon, je nachdem wann dementsprechend wir den Zugriff haben, auch schon auf mit einigen Mod-Hub-Sachen mit dabei, weil einige Sachen von Giants direkt dementsprechend dann kommen. Wie zum Beispiel die Big Bad Traktoren oder wie die dritte Karte dementsprechend, das Danza Apache, ne? Das ist alles was man dann über den Mod Hub kostenlos beziehen kann. Das versuche ich dementsprechend dann schon mit einzubinden, wenn es da ist, und werde es versuchen dann irgendwie dann auch schon mit zu zeigen dann und mal sehen, was dann läuft. Ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, dass ich dann um 10:30 am ersten Tag dann gleich mit irgendwelchen Let's Plays starte. Das kann sein, dass eins startet und vielleicht ein oder zwei Infovideos kommen, sprich Videos zur endgültigen Version. Was ist denn dabei? Ist schon tatsächlich vorab eine erste Variante zu sehen? Sind schon irgendwelche Mods am Horizont zu erkennen sozusagen? Die ganzen Geschichten, das werde ich mir dementsprechend dann mal gucken, was da dann, sobald es raus ist, dann auch über den Mod habe und über andere Sachen möglich ist. Sonst wird es dementsprechend mindestens ein Infovideo um 10:30 geben und wahrscheinlich ein Let's Play, also zwei Videos, und vielleicht noch im Laufe des Tages, weiß ich noch, es gibt ein drittes Video. Und am 21. dann, das ist dann der Mittwoch, da sollte dementsprechend dann auch spätestens die zweite Let's Play-Serie starten. Da solltet ihr dann also normalerweise mit zwei Let's Plays und einem Infovideo oder ein Video zu was gibt es Neues sozusagen dann mit am Start sein. Alles andere werden wir dann mal gucken. Es sind bis jetzt mit den beiden Grundkarten, die wir neu kennen, das heißt mit der Ravenport und mit der Karte, also mit der Felsbrunn, mit der europäischen und mit der amerikanischen Karte halt, werde ich jeweils eine Sache bringen. Es kann sein, dass eins in Anführungsstrich normales Let's Play ist und ein thematisiertes Let's Play, wo ich eine bestimmte Sache machen möchte. Wie lange ich diese Let's Plays laufen lasse mit den Originalkarten, hängt ganz einfach davon ab, wann ergeben sich welche Mods. In dem Fall eigentlich nicht Mods der wichtigste Punkt, sondern da werden wir natürlich dann Mods dann wahrscheinlich sehen, weil wenn ich das richtig mitgekriegt habe, lässt sich über den Editor auch teilweise Sachen aus dem 17er konvertieren. Da muss man mal gucken, was denn wie möglich ist. Da habe ich so nicht die Aktien drin, da bin ich nicht der Könner. Aber da gibt es bestimmt einige, die sich damit auskennen. Und dann ist natürlich die Frage, wann und wo man wie schnell an was rankommt, ne? Die konvertierten Sachen ist das Problem, wenn man die nur konvertiert und dann ins Spiel einbringt, hat man das Problem, dass man halt nicht auf das neue Texturensystem zurückgreift, was jetzt auf Materialien basiert, sondern man hat ja früher halt eine Farbe, ne? Das ist das, das hat die Farbe und das glänzt zum Beispiel. Ne? Jetzt ist es halt so, jetzt sagt man nicht, das ist das und das ist die Farbe, sondern man sagt, das ist jetzt Gummi oder das ist jetzt Kunststoff. Dann ergibt sich das Glänzen und das automatisch. Ne? Das ist natürlich alles was man in den Mods, wenn man die konvertiert und umsetzt, dann natürlich noch ändern könnte, um sie dann auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Ich schätze mal, die allerersten Sachen werden einfach nur so rauskommen und werden einfach nur konvertiert sein. Dann wird es wahrscheinlich die ersten Tage, Stunden, in der Woche wahrscheinlich dann die ersten Sachen geben, wo dann halt die Sachen aufgearbeitet worden sind. Und natürlich das Interessanteste, klar, jede Mod ist interessant, aber es geht natürlich dann auch, wann kommen die Skriptgeschichten, das heißt, wann sehen wir irgendwelche Produktionen, wann sehen wir Mods von Geräten, die wir halt noch gar nicht dementsprechend jetzt drin haben, das heißt nicht nur umgewandelte Varianten, sondern halt, wann sehen wir denn neue Mods dementsprechend, da, wie gesagt, wenn es fertig ist, ist es fertig, ne? Da kann man natürlich jetzt nicht sagen, der Modder macht zu, das ist natürlich Quatsch, ne? Die Jungs geben sich größte Mühe, müssen wir sehr, sehr dankbar für sein, dass die unser Spiel so bereichern, aber
Was dauert, dauert. Ne? Ich habe lieber was, wo ich 2, 3, 4, 5 Tage oder eine Woche oder 2 länger drauf warte. Und es ist dann was Vernünftiges, also wenn das was, ne, ich hatte Zeitdruck und ich habe was hingeklatscht. Das, ne, brauche ich nicht. Ne? Also wenn, dann soll es vernünftig funktionieren, ne? So, und der Modder soll das so abliefern, wie er es abliefern möchte und nicht irgendwie da eine Hetzkampagne laufen lassen. Da müssen wir natürlich erstmal gucken, dass es dann vernünftig läuft. Ne? Und genauso gut natürlich die aufwendigste Geschichte noch mit. Maps. Ne? Auch da gibt es wohl eine Möglichkeit, das über den Editor zu konvertieren. Da bin ich auch gespannt, wie das läuft und wie weit das dann. Ich stelle mir das schwierig vor, dadurch, dass einige Sachen halt neu sind, wie zum Beispiel, wenn man platzierbare Sachen setzt, ne? Die jetzt schon da sind, auch die original von Giants da sind. Wenn man die auf eine gemodelte Karte setzt, passt sich normalerweise das Terrain ja an. Also die Umgebung passt sich an und gleicht sich an, ne? Dass man nicht die berühmten Betonblöcke mitten in der Wüste hat, Wüste ist falsch, aber einen Betonblock am Berg hat und kann da überhaupt nicht hinfahren. Sondern die Umgebung passt sich ja an. Das hat man ja teilweise im Stream schon gesehen, dass man die Sachen da setzen kann. Ne? Können das die Modkarten, wenn sie konvertiert sind? Können das nur die neuen Modkarten? Also das ist echt eine spannende Geschichte. Da freue ich mich dann echt schon drauf, wenn wir das dann haben und vor allen Dingen auch, wenn es dann platzierbare Sachen noch zusätzlich gibt. Wie natürlich Produktion zum Beispiel oder auch andere Sachen, die dann auch dieses Feature mit unterstützen, sprich, dass man die tatsächlich setzen kann und dass die Umgebung halt sich dementsprechend anpasst. Ne? Also es wird schon eine spannende Zeit werden. Ich bin gespannt, wann wir das erste sehen. Wenn wir das erste sehen, dann versuche ich bestmöglichst das, was interessant ist, auch bei mir mit unterzubringen und das, was für mich interessant ist und ich hoffe dann auch für euch interessant ist, weil ich muss es natürlich spielen mögen. Ich werde nicht anfangen, da nur Sachen zu zeigen, wo ich selber sage, gehen. Ne? Das ist es halt nicht. Das muss schon stimmig sein, es muss schon passen und wie gesagt, wenn Karten da sind, die werden wir wahrscheinlich am längsten gebrauchen. Mod-Konvertierung und Kartenkonvertierung werden wir vielleicht sehen. Ob die Sachen alle unterstützt werden, die im 2019 mit einer Karte möglich sind, werden wir wahrscheinlich erst bei Neubauten sehen. Genauso wird es bei Mods, bei Geräten und bei Fahrzeugen sein. Ne? Konvertierte Sachen werden wahrscheinlich dann nicht die Qualität haben, wie dann Sachen, die dann speziell für den 19er gemacht worden sind. Ja, wie gesagt, ich werde dann die Let's Plays auf den Originalkarten, genau wie es ja sonst auch gewesen ist, ne? Ich sag nur die Goldcrest Valley, ne? Die App dann ab sozusagen in der Urversion und dann werden die halt durch andere Karten ersetzt. Ne? Wie ich das diesmal mache, ob ich wieder auf bis zu 5 Let's Plays gehe und die dementsprechend so verteile, dass ihr so 2, 3 Let's Plays am Tag habt dementsprechend. Das muss man gucken oder ob es jetzt 3 Let's Plays werden, die jeden Tag kommen. Da muss man dann gucken, was denn wie schnell kommt. Ne? Also so einfach ist es. Aber wie gesagt, erster Tag. Ich hoffe, dass das alles klappt. Dann werdet ihr am Dienstag, am Erscheinungstag morgens schon um 10:30 dementsprechend übliche Zeit bei mir das sehen. Ob ich die Zeiten nochmal ändere, ob ich andere Startzeiten oder sowas mache, das könnt ihr dann immer in meinem Banner entnehmen. Da ist ein kleines Google-Zeichen, das führt dazu einem Google Docs. Da steht eigentlich immer die aktuellen Upload-Pläne und auch die aktuellen Pläne, an welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit ihr welches Let's Play seht. Da seid ihr dann immer auf dem Laufenden. Das werde ich jetzt die ersten 1, 2 Tage vielleicht noch nicht gleich ändern, weil ich natürlich erst sehen muss, wie sich jetzt einspielt und was es sich jetzt überhaupt ergibt mit dem Erscheinen des Spiels. Ne? Weil alles, was wir jetzt momentan sehen und alle Streams und alle anderen Videos, die man jetzt so sieht, das ist immer noch eine Vorabversion. Also wir sehen noch nicht das endgültige Spiel, auch noch nicht mit den endgültigen Patches. Es gab auch noch Synchronisationsprobleme größerer Art und Weise. Habe ich bei Multiplayer-Sachen gesehen, was jetzt die Patch-Geschichte angeht. Soviel ich weiß, soll am heutigen Tag, wo ich das Video hier rausbringe, noch ein Patch dementsprechend kommen für den Multiplayer-Bereich. Was natürlich schon sehr gut ist, weil jetzt am Wochenende wird ja auch im Stream dementsprechend bei Giants dann auch Multiplayer noch genauer vorgestellt dann. Ne? Deswegen schaut da ruhig eine Runde rein und wie gesagt, ne, ab Dienstag sozusagen schon ab Mitternacht so sind wir mit am Start. Und wie gesagt, wenn alles klappt, alles läuft, werdet ihr zwischen 1, 2, ich muss mal gucken, wie viele Videos das werden, um 9:30 pünktlich zu meiner üblichen Zeit am Start haben. So, jetzt habe ich sehr viel gequatscht. Ich bedanke mich sehr herzlich darum, dass ihr so zahlreich mich die ganze Zeit unterstützt habt im 2017er. Ich hoffe, dass es im 2019er so weitergeht. Wir sind, wie gesagt, Dienstag am Start und Dienstag kommt's alles neu sozusagen. Es laufen die Sachen und die Let's Plays, die ich jetzt habe, am Montag und am Dienstag aus. Also dann sind die 2017er Let's Plays dann beendet und wie gesagt, wir starten Dienstag.
ab 10:30 dementsprechend, und dann Mittwoch werdet ihr dann alles sehen, was ich im 2019 noch so anstelle. Ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr haltet. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch gerne sehen wolltet. Was für ein Thema würde euch interessieren? Was für Einschränkungen auf der Karte? Zum Beispiel Traktoren nur bestimmter Größe oder was auch immer. Es gibt so viele Varianten, wie man das Spiel spielen kann. Da würde ich mich dann sehr freuen, wenn ihr euch da bestimmt mit einbringen würdet. Und dann sage ich ja. Vielen Dank zum tausendsten Mal, und man kann es nicht oft genug sagen. Und dann sage ich, ja, schaut meine Let's Plays noch an, gönnt euch die finalen Folgen dementsprechend. Die Sachen werden alle vernünftig zu Ende gebracht. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass wir uns dann Dienstag im Neuen wiedersehen. Und dann bis, ja, schönes Wochenende und bis Dienstag dann.